Hallo Leute, heute gibt's Blumenkohl und zwar auf ein paar verschiedene Arten. Viel Spaß beim Zuschauen! So einen Blumenkohl kann man sehr, sehr unterschiedlich verwenden. Man kann ihn schmoren, man kann ihn dünsten, man kann ihn dämpfen, man kann ihn auch backen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt ein paar davon ausgesucht. Zuallererst holen wir unten den Strunk raus. Den Strunk aber nicht wegwerfen, denn der kommt nachher in die Suppe. Eine Suppe machen wir nämlich auch davon. Ja. Sobald der Strunk raus ist, können wir den auseinanderbrechen. Und je nachdem, wie groß ihr sie haben wollt, ich mache jetzt mal die einzelnen Röschen, gebe ich sie hier in mein Sieb, denn dann können wir sie gründlich waschen. Wenn ihr den Blumenkohl jetzt im Ganzen verwenden wollt, also wenn ihr den so zum Beispiel dann überbacken wollt, dann einfach verkehrt rum in eine Schüssel mit Salzwasser tauchen, so 10-15 Minuten drin lassen. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass Ungeziefer und Schmutz raus ist und dann könnt ihr dann weiter verarbeiten. So, aber im Ganzen garen wir ihn heute nicht, sondern wir machen andere Arten davon. So, dann jetzt gründlich waschen. Und so könnten wir jetzt zum Beispiel schon einen schönen Salat draus machen, also Rohkostsalat vom Blumenkohl, schmeckt auch sehr lecker. Und ich werde jetzt einen Teil davon gleich blanchieren, das heißt abkochen und dann abschrecken. Und ein paar davon werde ich braten. Und dafür schneide ich mir den in Scheiben. So etwa 2 bis 3 mm dick. So. Die äußeren kommen nachher in meine Suppe mit rein. Und die werde ich dann gleich so in der Pfanne braten. Und dann haben wir nämlich eine wunderbare Garnitur für Teller und alles, wo Blumenkohl dazu passt. Mein Wasser kocht, kommt jetzt noch ein bisschen Salz rein und noch ein bisschen Zitrone in das Kochwasser und der Blumenkohl. So. Den lassen wir jetzt so ungefähr 5 Minuten kochen und dann wird er in kaltem Wasser abgeschreckt. So, dann schalte ich mir schon mal die Bratpfanne ein. Auf etwa 3/4 die Stärke. Kommt da ein bisschen Öl rein. So. Und hier hinten habe ich mir einen Topf für eine Polnisch-Garnitur. Das ist so eine typische Garnitur für Blumenkohl. Und zwar kommt da Butter in den Topf rein. Und die lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Wenn ihr übrigens den Blumenkohl einfärben möchtet, dann nehmt ihr ein bisschen Kurkuma und macht das hier mit in das Kochwasser rein und dann wird der nachher schön gelblich. Also ist zumindest ein sehr, sehr schöner Effekt auf dem Teller, wenn der Blumenkohl nicht wie gewohnt weiß ist, sondern gelb. Also einfach mal ausprobieren. Für diese Polnisch-Garnitur brauche ich dann gleich noch ein Ei. Dafür mache ich mir jetzt ein paar Eierwürfel. Meine Butter ist geschmolzen. Da kommt jetzt das Paniermehl mit rein. Und dann können wir es auch schon zur Seite ziehen. Bisschen Salz. Ein klein wenig Pfeffer. Und noch eine Prise Muskatnuss. Für die Polnisch-Garnitur braucht ihr als Rezept 250 Gramm Butter, 50 Gramm Paniermehl und ein Ei. So, geben wir das Ei da rein. Dann haben wir die schon mal fertig. Ach ja, und ein bisschen Petersilie kommt noch mit rein. Die Pfanne ist jetzt auch heiß. Da geben wir jetzt die Blumenkohlscheiben rein. Und dann lassen wir die einfach ein bisschen drin braten. Noch ein klein wenig würzen. Der Blumenkohl ist jetzt auch soweit gekocht. Den holen wir raus. Und durch das Abschrecken wird eben der Garprozess unterbrochen.
Den Fond von dem Blumenkohl heben wir auf jeden Fall auf, denn den brauchen wir nachher noch für die Suppe. Sobald der Blumenkohl angebraten ist, drehen wir ihn um. Und dann lassen wir von der anderen Seite auch noch anbraten. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal den Strunk von dem Blumenkohl, denn der kommt gleich mit in die Suppe. So, der Blumenkohl hat jetzt genug Farbe. Jetzt geben wir ihn auf den Küchenkrepp, dass der ein bisschen abtropfen kann. Dann geht es weiter mit der Suppe. Dafür ein bisschen Butter in den Topf und ein paar Zwiebeln dran anschwitzen. Ihr könnt da übrigens auch so ein bisschen in die orientalische Richtung gehen, mit ein bisschen Curry oder so. Oder auch Kreuzkümmel, je nachdem, was ihr machen möchtet. Ich mache es jetzt ganz einfach, also nur Blumenkohlsuppe, ohne orientalische Gewürze. Sobald die Zwiebeln angeschwitzt sind, gebe ich den Blumenkohl dazu, den rohen, und schwitze den mit an. Ein bisschen salzen, etwas Pfeffer. Und Muskatnuss. So, und dann gieße ich das mit meinem Fond wieder auf. So. Und dann lasse ich das Ganze schön langsam weich garen. Was ihr übrigens auch noch sehr schön aus Blumenkohl machen könnt, ist ein Püree. Und zwar, also ich mache es am liebsten mit Blumenkohl und Kartoffeln gemischt. Da hat es für mich die schönste Bindung. Man könnte es aber auch nur aus Blumenkohl machen. So, der ist jetzt soweit fertig. Den Blumenkohl kann man jetzt zum Beispiel auch wunderbar in eine Auflaufform packen. Dann eine schöne Käsesoße oben drauf und dann ab in den Backofen. Hat man auch ein wunderbares, leckeres Gericht. Man kann den Blumenkohl aber auch einfach nur so, wie er ist, wieder heiß machen und dann eben unsere Polnischgarnitur oben drauf und dann hat man auch eine wunderbare Gemüsebeilage. Was man mit dem Blumenkohl auch noch wunderbar machen kann, ganz normal wie ein Schnitzel panieren und dann in der Fritteuse rausbacken, dann hat man eben so kleine gebackene Blumenkohlröschen, das ist auch eine sehr feine Sache. Dann eine schöne Remouladensoße dazu, lecker. Während die Suppe hier noch vor sich hinkocht, habe ich mir hier eine Mehlbutter zusammengerührt. Und zwar 40 Gramm Mehl und 40 Gramm Butter einfach kalt zusammenrühren. Also die Butter ein klein wenig warm machen, dass es sich verrühren lässt. Und dann das einfach zusammenrühren. Und die kalte Mischung gebe ich jetzt hier in meine heiße Suppe rein zum Abbinden. Das Ganze dann schön umrühren, einmal aufkochen lassen und dann nochmal 5 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen und dann ist die Suppe schon fast fertig. Sobald die Mehlbutter drinnen ist, die Suppe regelmäßig umrühren, damit sie nicht anbrennt. So, und der Blumenkohl ist jetzt weich. Jetzt können wir die Suppe mixen. Dann könnt ihr jetzt entweder Sahne in die Suppe mit reinmachen. Ich nehme noch einen Löffel Schmand. Mix das Ganze noch mal ganz kurz. Und dann ist die Blumenkohlsuppe fertig. Dann können wir sie anrichten. So, Teller. Jetzt mache ich dann hier die Blumenkohlsuppe. Als Einlage habe ich jetzt ein paar gewürfelte Eier. So. Als Garnitur mache ich mir hier den Blumenkohl oben drauf, den gebratenen. Oh, da geht noch einer.
und schon ist die Blumenkohlsuppe fertig. Also mich würde jetzt interessieren, was ist denn so euer Lieblingsrezept, was ihr mit dem Blumenkohl am liebsten anstellt? Also er ist ja sehr, sehr vielseitig, also man kann viel draus machen. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was euer Lieblingsrezept ist. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!